Ich hatte einige Fragen zur Schwarzen Felslegion. Die letzten Wikinger haben sich in einem nahen Außenposten verschanzt. Die Eiserne Legion dort ist desertiert. Braucht ihr Hilfe? Nee, ich komm schon klar. Werdet bloß nicht zu stolz. Bereit? Geht voraus. Deserteure? Das wollte ich mir selbst ansehen. Stone gehörte zur Eisernen Legion. Ich vertraute ihm. Im Westen waren Strafen wie der Käfig schon lange verboten. Wir in Aschfeld dagegen zögerten nicht, unserem Standpunkt durch Grausamkeit Nachdruck zu verleihen. Wikinger! Sollte nicht zu schwer werden. Wo wir auch hingehen, lassen wir unser Volk im Stich. Was ist mit der Eisernen Legion geschehen? Wartet hier. Ich räume die Brücke. Die Geysirfelder von Aschfeld. Hier hat die Eiserne Legion sich offiziell der Schwarzenfelslegion unterworfen. Und die Königliche Legion und viele andere. Wir wählten diesen Ort wegen seiner Geschichte, denn der Legende nach haben hier schon die vergangenen Wikingerfürsten Aschfeld an unser Volk übergeben. Kommt zurück! Zeit, die Wikinger-Gefahr zu beseitigen. Ich muss ihren Anführer besiegen. Fliegen! Du Schmeide!
Schwarzfeldschweine! Ich würde gerne mit den Fahnenflüchtigen sprechen. Es waren Angehörige der Eisernen Legion. Alle Legionäre leisten dieselben Eide. Was war hier passiert? Warum habt ihr eure Posten aufgegeben? Ein Schwarzenfeldschwein hat seine Rotte verlassen. Ganz ruhig! Euer Volk braucht euch! Seit wann kämpfen denn Wächter für Apollyon? Einer von uns sollte sich waschen und umziehen. Warum habt ihr eure Posten aufgegeben? Tötet sie. Nun würden wir uns den Weg freikämpfen müssen. Niedergang! An diesem Tag sollte ich endlich unserer Kriegsherrin begegnen.
Apollyon. Hab dich, schwarzen Fels. Wisst ihr, welche Art von Geschöpfen tatenlos auf den Schlachter wartet? Schafe. Schafe. Nein. Willkommen bei der Schwarzenfelslegion. Da hatte ich meine Antworten. Leider zu spät. Und ein Wächter bricht seinen Schwur nicht so einfach.